will noch mal darauf hinweisen, dass unsere Strategie bestehen bleibt, dass wir sehr vorsichtig sind. Das heißt, wir beschließen jetzt wieder einen Lockerungsschritt, beobachten dann aber die nächsten Wochen sehr genau, ob das Infektionsgeschehen auf dem niedrigen Niveau bleibt, das wir derzeit haben. Wir sind derzeit ja bei einstelligen Infektionszahlen pro Tag. Das bedeutet, dass wir ein sehr niedriges Infektionsgeschehen in Hamburg haben. Das war das Ziel. Und deswegen werden wir diese erfolgreiche Strategie auch nicht verlassen. Ich will darauf verweisen, dass es in Deutschland insgesamt ja eine Diskussion jetzt gibt, wie es so weitergehen soll. Es gibt Bundesländer, die schneller vorangehen in dem, was sie tun. Wir halten das hier in Hamburg für nicht geeignet. Wir werden diese Strategie, die wir haben, fortsetzen und werden das auch in den Diskussionen auf Bundesebene so vertreten. Wir wissen das aus anderen Ausbruchssituationen, dass man sehr schnell wieder in eine deutliche Verbreitung des Virus geraten kann. Und deswegen bleiben wir bei unserer Strategie, immer die Lockerungsschritte, soweit es überschaubar ist, auch wirklich zu machen. Und wir sind jetzt sehr, sehr weit. Wenn Sie sich das einmal vorstellen, was in den letzten 2 Monaten alles ermöglicht worden ist. Aber wir müssen die Disziplin für diese Auflagen wirklich einhalten, damit wir nicht in eine erneut sehr, sehr schwierige Situation geraten. Und insofern teile ich nicht die Einschätzung, dass die Corona-Krise vorbei ist. Wir haben die Verbreitung des Virus gut ausgebremst. In Europa staunt man über diesen sehr großen Erfolg mit Auswirkungen, die geringer sind als in Ländern, die nicht so konsequent vorgegangen sind. Diese ganzen Überlegungen, dass wir kleinräumig regionale Einschränkungen wieder stärker wirken lassen können, wenn es irgendwo einen Ausbruch gibt. Das mag für einen ländlichen Raum, für einen Landkreis gehen, wo Sie 1, 2 Schulen, vielleicht eine Kita haben. Da können Sie sagen, dieser Landkreis, da kann ich regional etwas eingrenzen. In einem Ballungsraum, wo die Menschen von morgens bis abends unterwegs sind, wo sie heute in Wandsbek, morgen in Harburg aus dem Umland einpendeln, wieder heraus, lassen sich solche kleinräumigen Begrenzungsstrategien nicht umsetzen. Und natürlich sind die Gesundheitsämter primär zuständig. Die nehmen ihre Aufgaben selbstständig wahr. Aber die Regelungen, die wir in Hamburg treffen, was diese Verordnung angeht, die wollen wir einheitlich weiter beschließen. Und das wird sich nicht ändern. Wir werden möglicherweise die Systematik noch mal ändern. Auch das kann man schon sagen. Es kann sein, dass wir Ende Juni die Systematik ändern, insofern, als wir grundlegende Regelungen allgemein beschreiben und sagen, alles, was diesen Regeln entspricht, Abstände im Außenbereich 1,50 Meter, im Innenraum bei körperlicher Aktivität größer, dass wir das generell zulassen und dann im Einzelfall prüfen, ob wir noch einzelne Dinge untersagen. Jetzt ist die Systematik ja immer umgekehrt. Wir haben erst mal gesagt, eigentlich ist alles nicht gestattet. Wir haben einen Lockdown und dann haben wir aber viele Öffnungen beschlossen und dadurch gesteuert. Eine solche geänderte Systematik können wir uns vorstellen. Das werden wir dann Ende Juni entscheiden. Aber es wird einheitliche Regelungen für ganz Hamburg geben. Wir können hier keine bezirksbezogenen Regelungen treffen oder unterschiedliche Strategien innerhalb Hamburgs verfolgen, sondern wir sind ein Ballungsraum und sitzen alle in einem Boot.